Moin Leute, das einzige Problem, das es meiner Ansicht nach hier in dieser Meisterherausforderung gibt, ist das Einschläfern der Gegner. Und deshalb sammeln wir jetzt erstmal Pilze. Das Problem besteht nämlich darin, dass wir mindestens 5 Gegner einschläfern müssen. Und deshalb, bevor wir nach der Frau gucken, sammeln wir jetzt erstmal 2 Pilze ein. So, es gibt insgesamt 3 Spawn-Punkte, aber ich kann euch natürlich nur 2 zeigen, weil man sie nur zweimal hitten muss, bevor sie tot ist. Aber das Wichtigste ist, dass ihr wisst, wo die Pilze sind. Den Typen verpasst jetzt erstmal eine Ladung, da kommt gleich so ein Kumpel um eine Ecke gerannt. Aber wir holen uns erstmal den Pilz und dann kümmern wir uns um den. Ihr müsst euch nun hier rechts an den Kisten stellen und warten, bis der Typ um die Ecke gelaufen ist, und dann verpasst ihr ihn eine. Okay, diese Position könnte für uns ein bisschen problematisch werden, weil wir noch 3 Gegner einschläfern müssen und dort sind nur 2. Also gehen wir jetzt erstmal hier rechts den Flaschenzug aktivieren. Ihr schießt den Dicken jetzt hier oben erstmal ins Koma und dann kommen gleich seine beiden Kumpels angelaufen. Und sobald sie direkt an ihn dran sind, verpasst ihr ihnen auch eine Ladung. Jetzt haben wir unser erstes Ziel erreicht. Schnappt euch noch schnell die Pilze und dann gehen wir in Richtung der Position der Tor Frau. Verleiht mir Kraft. Da wir jetzt niemanden mehr einschläfern müssen, was ja auch gut ist, weil an der Stelle ist es ein bisschen schwierig. Schleichen wir uns einfach nur vorbei und schnappen uns die Frau und verpassen ihren letzten Hit. Jetzt wartet ihr hier an dieser Position, bis der Typ sich umdreht, dann lauft ihr schnell zu der Frau und verpasst ihr die letzte Schelle.